So, moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal, ja, es Team 53. Ich wollte gerade echt schon wieder den alten Kanalnamen erwähnen. Ne? So, ja. Vielleicht hat Mieze sich gerade selber einen Witz erzählt, aber ich weiß davon nichts. So, wir haben ein Fanpaket bekommen. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank an Sven. Ja, hier ist es. No, und ich würde sagen, wir packen es mal aus. Klein, aber fein. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Im Übrigen, ich habe immer noch keine neue Cam. Ich überlege wirklich, was ich da mache. Ob ich vielleicht ein DJI oder sowas nehme. Ja. Die ist zumindest in einer engeren Auswahl. Weil von der GoPro, ehrlich gesagt, bin ich tatsächlich geheilt. Na, weil, ja, die 13er, wenn ihr mal die Testberichte oder also Testvideos von anderen YouTubern gesehen habt, ja, neigt auch gerne dazu, zu überhitzen. Kann ja mal hier einen Anfang finden. Also bitte nächstes Mal markieren, Sven, ne? Damit wir wissen, wo wir hier aufmachen dürfen. Na, von wegen Opening hier oder so. Weiß ja. Na? So. Wollen wir mal gucken? Ja, wir kommen ran an den Schatz. Wir kommen ran. Wir lüften den Schatz. Oh. Hier scheint noch irgendwie ein bisschen was zu sein. Also, ja, da kriegen wir auch noch auf hier. Da mache ich mir keinen Kopf. Na, früher oder später haben wir sie alle. Ja. Und na? Ach, du schaffst das schon. Ja. Irgendwann. Und wenn der Finger mit ab ist. Ja, ich will Egal. hier keine Notfallsanitäter Na, also Finger werden überbewertet, wa? Braucht keiner. Das soll man nicht. Gut verpackt bis jetzt, echt. Muss ich sagen. Also erlebt man auch nicht alle Tage. Also wie gesagt, im anderen Fan-Paket hatten wir es ja auch. Muss man echt mal so sagen. Also Resident, Grüße geht raus. Ja. Übrigens hast du keine. So. Und ja, wir haben bekommen. Ja. Ist das nicht schön? Zeitung und Luftpolsterfolie. Ja, wir brauchen nämlich Verpackungsmaterial. Wunderbar. Nein, Spaß. Wir gucken natürlich rein. Tatsächlich erstmal nur Folie. Hier. Ja. Es läuft weiter. So, die erste Packung ja, besteht eigentlich erstmal oberflächlich aus DVDs. Dann wollen wir mal gucken hier. Da haben wir hier von, also mit Harrison Ford, das Kartell. Ja, sagt mir nichts. Doch, so ganz grob sagt mir das tatsächlich was. Also gehört habe ich den Titel. Ist ein guter Action-Thriller. 12, also ab 12 ist er freigegeben. Und ja, Nietzsche scheint den ja zu kennen. Oh, Untertitel sind möglich, Farbe ist klar. Circa 136 Minuten Laufzeit. Auch wenn du hast einen Schwarz-Weiß-Fernseher, dann ist die Farbe auch in eisig. OVP. Ja, muss man auch mal sagen. Also noch komplett eingeschweißt. Als nächstes haben wir Harrison Ford, Air Force One. Ist Ja, auch ein Thriller. der hatte Sachen auch was. Freigegeben ab 16. Extras. Audiokommentar des Regisseurs. Making of Facts. Einblendung während des Films. Kinotrailer, Trailershow. Special Booklet. Exklusive Infos zu Film und Stars. Ja, und auch noch komplett eingeschweißt. No? Laufzeit, mal gucken. Steht hier vorne meistens. Ja, dachte ich eigentlich auch, aber Moment, nö. ich kann ja mal kicken. Ja, warte doch mal. Oder? Nee. Nee, keine Laufzeit. Oh, 136 Minuten, das müsste Ja, ganz gut der, gehen. aber hier. Ja, warte, kann ich doch mal Hier gucken. steht nichts. Gib doch mal her. Klammer mich doch nicht an. So, und wo wir dabei sind, hier Harrison Ford, die Stunde der Patrioten. 120 Minuten, da steht unter dem Ländercode 2 im Deppel. Ach, siehst du, 120 Minuten der Film davor eben.
Ja, freigegeben ab 16. Boah. Wir sind bloß zwei, also wir müssen auf die anderen 12, 14 noch warten. Ne? Dann können wir den auch gucken. So, was haben wir hier? 112 Minuten circa. Ansonsten nichts groß dabei, also keine Extras oder so. Ne? Aber reichlich Untertitel. Achso, Extra Features Kino-Trailer. Ne? Der ist hier mit drin. Also wenn ihr eine schöne Anlage habt, dann knallt das auch richtig. Ne? Jo, dann haben wir hier als nächstes ein Spiel. Oder was? Ja, PC-Online-Rollenspiel. Auch noch komplett eingeschweißt. Wie die anderen DVDs auch. Der Herr der Ringe Online. Die Minen von Moria. Freigegeben ab 12 Jahren. So sieht das Ganze aus. Ja. Ja. Dann haben wir, wo wir schon mal bei Kassetten sind oder ähnlich, ne? Hier DVDs, ist ja der Nachfolger. Haben wir tatsächlich noch Kassetten dabei. Und zwar Ghostbusters. Budenzauber an der Uni und das Geistertraumschiff. Geisterraumschiff. So. Ja, so sieht der ganze Bums aus. Ist auch noch drin. Ist sogar richtig schön zurückgespult. Ne? Boah. Richtig was Feines hier. Klar, das Inlay ist natürlich ein bisschen gebraucht, ist klar. Ne? Neu ist es nicht mehr. Ne? Das ist egal. So. Und Hanni und Nanni. Lustige Streiche mit Hanni und Nanni. Ja. Ne, mit dabei sind bla 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 bla. So, da haben wir es. Da sind wir mal von vorne. Und natürlich die Kassette an sich. Mit gelber Beklebung statt der roten. Ja. Schwarz, ja. Und geschraubt. Ist sie geschraubt? Die müsste geschraubt sein. Die ist nicht geschraubt, die war geklebt. Ja. Ja gut, okay, dann ist sie geklebt. Die ist geklebt. Als geschraubte Version. Das kann sein, ja. Das will ich nicht abstreiten. So. Jo, das scheint es dann auch schon fast gewesen zu sein. Also wir haben hier jetzt tatsächlich sonst nichts weiter drin. Nö. Hier ist empty. Auch mal schön. So. Super Invaders. Stupid Invaders. Auch noch. Original verpackt, Leute. Ja? Ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist. Es muss so 98er gewesen sein. Ja, könnte Anfang der 2000er tatsächlich schon gewesen sein. Ja, da gab es auch eine Serie, Stupid Invaders. Ja, hier, 2000. Da steht's auch. Ganz, ganz klein steht's hier. Ja. Ja, geeignet ab 6 Jahren. Ne? Wie gesagt, komplett. Oh, ho, ho, ho. Ja. Von Ubisoft. Ne? Sieht auch ganz nett aus von hinten. Und man hört es ja auch klimpern hier. Ne? Das bin ich. Oh, Leute. Herrlich. Ne? Jo. Oh, hier. Eine 128 GB Speicherkarte von SanDisk. Jawohl, die kann ich immer gut gebrauchen, gerade wenn ich vielleicht doch noch mal wieder eine neue Cam habe und ja, wieder endlich mal unterwegs filmen kann, ist das ganz sinnvoll. Ja? Definitiv gar nicht mal so verkehrt. Allerdings, ich weiß noch nicht, wie lange das dauern wird. Ne? Wir warten ja bis Black Friday. Ja, bis dahin sollte er eigentlich da sein. Jo, was haben wir hier? Ein Katalog. Walters Stabil Metallbaukasten von 1966. Hier steht sogar an der Seite. Ha? Also hat jemand damit per Hand rangeschrieben. Und so sieht das gute Stück aus. Na, wir können ja mal reingucken. Das ist eine Rüberanleitung für Stabilbaukisten. Das ist hier. Das ist richtig Goldstaub. Das ist richtig geil, Leute. Also ich glaube, das kriegt ihr so schnell, glaube ich, nicht wieder. Ja? Das ist Wahnsinn. Also ich habe jetzt, wie gesagt, einfach willkürlich nur mal irgendwas rausgesucht hier. Das ist echt krass. Also das haut mich gerade echt aus der Latschen hier. Ja? Durch stabil zum Ingenieur und so.
Ne? Also ich glaube, damit hätten die in Dresden dann auch mal lieber spielen sollen, bevor sie die Brücke aufbauen. Dann hätte es vielleicht geklappt. Ja, weil ich so. Ja, ja, komm, ja, komm mal ruhig durch. Walter und Co. Berlin Neukölln. Porsche, die legendären Modelle. Ein Matchbox-Sammelalbum. Ich zeige das erstmal von außen. Da ist es. Dürfte auch relativ selten sein. Und ja, Porsche-Bilder sammeln mit Matchbox. Ja, also da, da müssen wir definitiv gucken, dass das auch in schönen Händen bleibt. Also hier bei dem mache ich jetzt mal wirklich zum Schluss, weil das ist so dünn, da kann man das ruhig mal machen. Na, und dann wisst ihr, welche Porsche-Modelle von den alten zumindest euch noch fehlen von Matchbox. Ja, den einen oder anderen, den habe ich vielleicht. Na, hier ist sogar einer hier, der sieht aus wie von Siku. Hier der mittlere, der VW Porsche hier sozusagen. Das ist ja echt der Hammer. Jo, Wahnsinn. Also, hier gibt's alles. Kannst du sogar richtig auch funktionstüchtige Sachen basteln. Also nicht nur stabil. Kaufzelle, ja. Fräsen, Schaufeln. Jetzt noch den Metallkasten dazu gehabt. Oh ja. Das komplette Set, ich glaube, dann hätte ich es kaum noch bezahlen können. So. Verschiedene Sackkarren. Ne? Also, wie gesagt, da sind wir dabei. Und ja, man müsste natürlich noch mal gucken, ob das wirklich die Modelle sind, die es tatsächlich auch bei Matchbox gab. Ne, muss man auch mal eben dazu sagen. Oder ob das einfach nur für Porsche-Fans ist. Ja? Hier, Porsche-Bilder sammeln. Um den Porsche-Fans unter euch eine besondere Freude zu machen, hat sich Matchbox dieses tolle Sammelalbum einfallen lassen. Er stellte die 18 bekanntesten und erfolgreichsten Porsche-Typen aus den letzten 40 Jahren bis heute in Schwarz-Weiß-Fotos vor und beschreibt alles, was du über sie wissen musst oder möchtest. Ja? Die Sammelbilder gab es dazu in verschiedenen Matchbox-Verpackungen. Und zwar in Miniaturfahrzeugen, also die klassischen, die Mainliner, ne? Convoy und Superfast Lasers. Ne? So, zu erkennen waren die an einem weißen Sammelbildaufdruck die legendären Porsche. Ja, da ist dann garantiert ein Sammelbild drin. Ne? So. Ja. Dann wird auch gesagt, hier, deinen Brief schickst du an. Ja, kannst du natürlich jetzt auch vergessen, weil vierstellige Postleitzahl, ne? Und früher konntest du die nachbestellen, ne? Wenn denn doch noch welche gefehlt haben. Also so fair waren sie. Allerdings, ja, dürfte es schwer sein, diese Aufkleber noch zu bekommen. Und hier ist nicht ein Aufkleber dran, Leute. Das ist ein komplettes Leerheft. Ne? Hat hier allerdings auch einen kleinen Knick, aber ja, das tut dem Ganzen eigentlich nichts ab. Ne? Also dafür sieht es noch sehr gut aus. Ja, ich weiß nicht, ob Mietze dazu noch irgendwas Schönes sagen möchte. Ich übergebe einfach jetzt mal das Mikro. Ich bin echt fasziniert von dem Ding hier. Ja, ja, dann Klammer an. Was, Klammer mal an? Ja, nochmal Klammer ab. Also das Baubuch stabil ist echt richtig genial, Leute. Also ich habe da schon ein paar Sachen gefunden, wenn man die jetzt so, ja, wenn man jetzt so einen Stabilbaukasten dazu hätte, dann wäre es natürlich richtig klasse, ne? Aber wie gesagt, erstmal danke Sven und ja, ich gucke mir das auch nochmal an hier alles. Ja, ich bin ja auch gerade richtig baff. Also Leute, Sachen, die kriegt man gar nicht mehr.
Ja, oh, Baujahre sind hier mit drin. Ja, das ist so alles schick und schön. Oh ja. Ja, das ist wirklich alles aufgelistet. Baujahr, Höchstgeschwindigkeit hier. Ne? Also Fahrleistungen haben die jetzt dann genannt und so. Oh, herrlich. Ja, alles ganz da. Super, danke. Ja, und das ist eben hier die Speicherkarte. Sag ich mal, 128er. Ja, siehst du. Ich brauche nur noch die passende Dashcam dazu. Passende Cam. Am besten entweder mit schwenkbaren Monitor. Ja. Oder wo ich so einen kleinen Monitor vorne habe, wie bei meiner GoPro damals. Ja, ja, entweder die Insta360 oder die DJI 5 Pro. Osmanisches Volk oder wie auch immer heißt da. Osmo. Was, Cosmo? Ja, genau. Cosmo und Wanda. Ja, okay, Cosmo und Wanda, DJI Nummer 5 hier. Actioncam, Corder, ja, das wäre auch was. Oder du gehst auf den JVC Camcorder, hier so ein kleines Ding, da kannst du so machen, da kannst du auch das Ding nach vorne drin, da kannst du so machen, Hallöchen, da bin ich und fertig, nee, Feierabend. Das ist mir zu viel Krampf. Das ist mit so viel Krampf. Ja, was hast du gedacht? Meinst du, findest irgendwo ein dummes Nürmel, was dir deine Ausrüstung hinterher schleppt? Wäre eine Maßnahme. Da musst du aber ganz gut bezahlen, ne? Ja, vielleicht mal eine Person, die auch filmen kann. Das wäre nicht verkehrt. Weil, ich sag mal hier. Dann mach doch einen Aufruf. Nürmel filmt alles. Ja? Aber nicht das, was er soll. Das merke ich auch beim Fotografieren. Es wird alles fotografiert, aber nicht das Motiv, was eigentlich erwischt werden soll. Ja? Dann such dir doch jemanden, also, der das macht! Schielt kräftig. Ja, und? Dafür weißt du schon, dass du das Mikro dran hast? Ja, ist mir schon scheißegal. Jetzt mal unter uns Gebetsschwestern, ja? Wo hast du die Cola her? Amen. Ich weiß ja nicht, wo du deine her hast. Aber meine kommt vom Supermarkt. Ja. Nimm mal ganz ehrlich. Dann such dir jemanden, der dir deine Ausrüstung trägt oder filmt, wenn du sabberst. Hm? Oder so ähnlich. Dann reiche ich hiermit jetzt offiziell die Kündigung ein. Also wie gesagt, wenn jemand was Schickes hat, ne, habe ich ja auch schon in den anderen Videos gesagt, wäre das geil, wenn ihr euch dann meldet. Ne, dann kann man sich ja vielleicht noch einig werden, weil ja, wenn ich auf meinen Roadtrips bin, ne, dann möchte ich schon gerne auch filmen können und nicht ja, einfach da so sang- und klanglos vorbeigehen und euch die schönen Sachen eben nicht zeigen können, so richtig. Ja, weil mit dem Handy ist es zu umständlich, weil ich hier mit dem Lavalier-Mikro arbeiten müsste. Alter, schick mal weg mit dem Skapell. Und das Kabel für das Lavalier-Mikro ist ellenlang. Ja? Entweder schleift es auf den Boden. Das ist ja nicht wahr. Oder aber ich hab's in der Hosentasche. Ne, und hab keinen Platz mehr für was anderes. Ja? Das war dann doch eher besser. Ich schreibe auf den Boden. Und lass ihn auf. Mach mal ab. Ja, so ist das bei der neuen Frankfurter Börse. Willkommen bei der Frankfurter Börse. Der DAX ist tief, der russische Dollar auch. Ja, wie sieht's denn mit dem, wie sieht's denn hier mit den Modes-Aktien aus? Ja, die steigen. Die Modes-Maus. Die Modes-Maus steigt. Ja, der Modes-Inflationsausgleich wurde ausgeschöpft. Und aufgezahlt. Die Dividende. Die Dividende, darum. Wie viele Mäuse gibt's denn? Ja, gibt's aber 3000 Mäuse, ne? Ach was. Und einer hatte extra. Oh. Ja, da ist man reich als Nümmel, ne? Ja, für Garfields nicht, ne? Garfields haben wir nicht eingezahlt. Da muss man mal anmalen.
wir sind clever, wir lassen uns an den Tisch bringen. Aber nicht mehr mit mir. Ich bin jetzt ein reiches Nun. Ich habe 3000 Mäuse und einer hat es. Ja, also mein persönliches Highlight, also wenn wir jetzt die Karte rauslassen natürlich. Mein persönliches Highlight, ja, ist schwer zu sagen, aber tatsächlich müsste ich da zwei nennen. Definitiv. Und zwar... ja, das war auch mein persönliches, ne, Highlight. Das Ding hier, ja, der Katalog. Nee, das ist ein Bauplan. Das Ding hier von Matchbox, ja, das Sammelalbum. Also mein, ne, persönliches Highlight... Das Klimper, Klimper, Klimper. Ist echt Wahnsinn. Muss ich auch zwei nennen. Geht mal her. Ja. Auch dieses schöne Bauanleitungsbuch, also wirklich mit sehr viel Bauanleitung. Also da hat man sich wirklich in den 60er Jahren noch Mühe gegeben, ne? Wirklich mal noch ein Buch dazu zu packen. Heutzutage, wenn man stabile Baukisten kauft, ist meistens bloß ein Blatt dabei, baue es hoch und dann war's das. Und ihr könnt da richtig viel mitbauen. Ja, überleg mal, auch schon ein ganz großer, auch schon fast wieder 60 Jahre alt. Zwei Jährchen 59 noch. 59 Jahre. Also, nee, 58 Jahre. Ne? Also, top. Dadurch natürlich auch vergilbt, aber ist ja egal. Das ist so leider, das ist so leider. Ne? Also ich sag mal, so gräulich war das ja, glaube ich, schon immer, aber genau. So ja, ein bisschen, ja, ein bisschen vergilbter ist es mittlerweile. Ist aber an den, das liegt auch an den Seiten, weil das aber ist anderes Papier. Das wirkt auch noch so wie mit der Schreibmaschine geschrieben. Ihr kennt das mit Sicherheit, zumindest die Älteren unter uns, ja, wie einige Sachen, die es früher so gab aus der DDR. Und genau so ist das hier eigentlich auch aufgebaut. Naja, Berlin-Neukölln war aber jetzt nicht DDR. Berlin-Neukölln war eigentlich Westdeutschland. Ich weiß, aber trotzdem, das ist ziemlich nah dran. Also es wird mich nicht wundern, wenn das auch wieder für den Westen produziert wurde. Und in dann, der DDR, ne? Ja klar, das wurde in der DDR für den Westen produziert. Ja? Und das waren damals riesengroße Stabilbaukästen und die haben ein paar Hunden, die haben, ja, sagen wir mal, zwischen 100 und 200 Mark gekostet damals, die großen Stabilbaukästen. Aber da hast du wirklich so eine Anleitung drin gehabt. So ein Bauplanbuch nennt sich das ja. Und dann den Stabilbaukasten dazu. Das gut, zu damaliger Zeit war das viel Geld. Heute würde man sagen, ja, war ein Schnapper. Ja. Ja. 1966, hinten steht es auch nochmal drauf. 66. Auflage. Also seit 1900 werden Stabilbaukasten hergestellt. Nochmal eben kurz für Dresden, ja. So geht Brückenbau. Die hätten einfach nicht Ricarda Lang da lassen sollen. So, Ricarda Lang ist dran schuld. Ja, und mein zweites Highlight, diese beiden schönen Kassetten. Ja, Ghostbusters und Honey und Nonny. Die will ich mir auch gleich mal reinpfeifen. Dann pfeif mal, aber nicht ab. So. Ja. Und in dem Sinne war ja der Abpfiff da. Achso, ja. Minze hat noch einen. Und das... Das erinnert mich so an die Serie. Space Invaders oder was? Space Invaders. Ne? Ja, es ist bloß Stupid Invaders. Die Serie hat gefeiert. Also ich habe mich da tot gelacht. Praktischerweise bei der Serie. Diese 2, 4, 5 Außerirdischen nur Scheiße gebaut haben. Guck mal, die sehen doch so ein bisschen vom Kopf aus wie hier Oggi und die Kakerlaken. Also die Katzen da. Das ist von Oggi und die Kakerlakenmacher. Wird mich nicht wundern, tatsächlich. Ja, das ist vom Macher Oggi und die Kakerlaken. Ja, wenn man sich mal so die Gesichter hier anschaut, fällt mir nämlich gerade mal auf, hier die Kakerlake, hier Oggi, ne? Also echt krass. Also, ja. Aber schon geil. Aber ist für... Schade, da steht nicht drauf, für welches Betriebssystem. Einfach hier unten steht es drauf. Windows 95, 98, NT, Windows Millennium Edition. Millennium, ja. Na gut, okay, müssen wir mal gucken, ob das jetzt auch auf Windows 11 läuft. Aber ich denke mal, auf Windows 11 müsste das... Ist schwierig, dass es da laufen lassen kannst. Also aber... Manche, da kann das tatsächlich passieren, dass manche Spiele tatsächlich noch laufen.
auf den neueren PCs. Also es ist nicht auszuschließen. Ne? Ja, aber ansonsten. Aber Garantien geben wir da natürlich keine. Gehen wir auch nicht drauf, nein, aber es ist ein sehr schönes Spiel. Ja, nun können wir nicht wie bei Note 7 switchen und das Zukunftsgarfield guckt mal, wie das Spiel läuft, aber bevor Garfield in die Zukunft reist, reist es eher ins Bett und schnarcht. bis die Bundeswehr anruft und fragt, ob der russische Panzer schon durch Deutschland kommt. Naja, komm, ne? So. Also wie gesagt, sehr schönes Buch. Ja, also sehr, sehr schöne Sachen bei. Ne? Also das haut mich hier echt von Socken, weil da kannst du wirklich alles nachbauen. Eisenbahnwaggons, Lokomotiven, Brücken. Bekommen haben wir das Paket übrigens am 8.10. Und ich glaube, mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter zurück. Also das heißt, glaube ich, schon Anfang November oder so. Also wenn ihr das Video seht. Und ja. Ist der Zeitblase geschuldet, weil ich irgendwie auf Krampf ein bisschen was aufbauen musste. Wegen der GoPro, weil die in Reparatur war. Ja, und am Ende hieß es, nö, komm, Geld zurück, fertig. Ja, klasse. Statt mir dann eine neue zukommen zu lassen, nö. Naja, schade drum. So. Dass nichts mehr zu retten war. Wann wollten wir das nächste Mal live gehen? Das wissen wir noch nicht. Abgesehen davon, in diesem Monat für Oktober ist das Video durch. Da kommt es nicht mehr rein. Ja gut, dann gehen wir mal in die Zukunft und sagen wir für November. Können wir ja mal schon mal ankündigen für November. Für November gucken wir mal rein. Wobei, ich weiß nicht, wie lange meine nächste Krankschreibung läuft, Leute. Müssen wir gucken. Also unter Vorbehalt werden wir jetzt einfach mal einen Termin auswürfeln. Machen wir. Hau einen raus. Was haltet ihr davon? Pünktlich zu Halloween. Schöne Halloween. Ach nee, Quatsch, achso, das ist ja ein anderes. Das ganze Jahr Halloween, daran liegt's. Ich zensiere mal. Wie wär's mit dem Trommelwirbel? Trommelwirbel, wie wär's mit dem Donnerstag? Ich hab zensiert. Wie wär's mit den 4.11.2024 bis 2025? Ob ich das schaffe, bis dahin das Video reinzuhauen. Okay, gut. Falsches Datum. Dann sage ich mal unter Vorbehalt. Lass uns doch einfach mal stumpf den 15. nehmen. Das ist wieder blöd wegen Freitag darauf. Das ist ein Freitag, du Depp. Ach, das ist ein Freitag. Ach, ey. Ja, dann lass uns doch den Freitag gleich nehmen. Sonntag? Aber mehr Zuschauer. Da können wir auch froh sein, wenn Resident da mal 2 Stunden. Ja, dann machen wir den 16. Komm, hau raus. Ja, alle, die arbeiten müssen und alle, die arbeiten gehen. Komm, Top-Angebot hier, 16.11. 18 Uhr. 18 Uhr hier auf diesem Kanal live. Könnte auch 19 Uhr werden, je nachdem wie YouTube. Kann aber auch gar nicht werden. Ne? Also wie gesagt, je nachdem wie YouTube. Ne? Ihr habt es ja mitgekriegt, das eine Mal hatten wir es geplant. Und was war? YouTube ist abgeschmiert. Ja? Abgeraucht. Ich habe also kein Reinkommen gewesen. Wir sind immer wieder rausgeflogen. Immer wieder auf Live starten und so. Immer wieder wupp raus. Ja gut, okay. Na? 16.11. ist jetzt unter Vorbehalt. Mehr bitte entnehmt den Kanalinformationen. Ja, besonders wenn ich da wieder ein Shorty mache. Ne? Von der Verzweiflung von wegen wird nichts. Ja. Aber jetzt nochmal dazu, lasst ein Kommi da. Nee, aber ein sinnvolles Kommi. Vorher sagen wir nochmal eben, in diesem Sinne war es das auch schon wieder auf diesem Kanal. Ja, wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch gerne ein Fanpaket zukommen lassen. Ja. Und lasst euch kreative, schöne Sachen einfallen, mit denen ihr uns gerne überraschen möchtet, ja, die wir gerne mal präsentieren dürfen.
oder wie auch immer. Ja. Wir sind da vollkommen offen. Es darf auch gerne eine kleine Actioncam dabei sein. Ja. Hast du jetzt gerade gemacht? Den sag ich auch immer Workman. Ne? Nee, und, oh, ah, Herr Verletzung! Ja, wunderbar, habe ich das Bild für mich hier. Ne? Guck mal, da sieht doch viel besser aus. Ne? Ja, Verletzung! Nee. Dann könnt ihr uns natürlich auch ein Paket zukommen lassen. Ja? Also einfach mal in die Kommis hauen, dann werden wir irgendwie schon in Kontakt treten. Und wenn es im Zweifel im Livestream ist, da finden wir immer eine Möglichkeit. So. Bisher hat es immer geklappt. Ne? Also, ja, auf jeden Fall nochmal. Dankeschön, danke, danke, danke. Danke, danke. An hier Sven. Sven, ne? Ja. Und natürlich, ja, auch wenn Resident ja, lange nichts geschickt hat, aber macht nichts. Muss ja auch nicht jedes Mal sein. Ja, verlangen wir auch nicht. Ne? Also aber, definitiv verlangen wir auch überhaupt kein Fanpaket oder so. Na, das ist euch vollkommen freigestellt. Ja, aber jetzt warte mal und danke. Ja, jetzt. Du holst Luft durch den, ne, du weißt schon. Okay. Jetzt, ne, klingelingeling, ne? Ist Weihnachtszeit. Ist Weihnachtszeit? Da kann gleich mal Weihnachten auf der Ecke klingeln. Glückler klingeln. Achso. Also, pass auf, geht los, ne? Und, also eigentlich ist schon Ende. Ja, was soll ich sagen? Wir sehen uns dann tatsächlich im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Ja. Bleibt uns wohl gesonnen. Nürmel, ne? Schreibt das mal in die Kommis, ob ihr nur das Nürmel sehen wollt oder den Nürmel. Nee, jo. Schieb ab. Immerhin hab ich fast 800 Aufrufe mit meinem Video. Ja? Mit deinem Battle-Video. So. Ich bin Bettlenski. Guck mal, die wollen alle keinen Hausmods. Nee. So. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr mögt, wieder. Ja, weiß das ich nicht, morgen, wieder. Keine Ahnung was. Genau, ein Kommi da lassen. Ne? Aber nicht konstruktiv vergessen. Und ich bin Abo hier und Klingelingeling, ne? Genau, Abo, Glöckchen und na? Kanalmitgliedschaft. Ja. Unterstützt uns. Was wird euch geboten? Ja, eigentlich nix. Ja. Nee, kriegt ihr ja auch so zu sehen, ne? Ohne Kanalmitgliedschaft. Ja, aber wenn ihr uns trotzdem unterstützen wollt, ja, könnt ihr das immer gerne machen. Ja? Mit der Kanalmitgliedschaft, ne? Ansonsten wird euch leider nichts geboten. Wir wissen halt noch nicht, was wir euch da bieten sollen. Aber wir haben schon 800. Wir werden in einem weiteren Video mal darüber berichten, was, zumindest weiß sie davon noch nichts, aber ich, was wir so geplant haben eventuell. Ja? Wieso weiß ich jetzt wieder von nichts? Vielleicht habt ihr da ja auch wirklich Bock drauf. Und dann müssen wir mal gucken, wie das so läuft. Mach mal jetzt schnell die Kamera aus. Ich glaube, die geht noch halt ins Krankenhaus. Ja, du. Zum Einschluss. Zum Zelteinschluss. So. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Übrigens lasse ich das so an, Cut alles drin. Ne? Ja. Nicht, dass euch wundert.